Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück. Ich muss mir da reingucken. Ich habe eine kurze Pause gemacht, weil ich was abholen musste. Wollte. Musste ist der falsche Ausdruck. Ich wollte es abholen. Und zwar habe ich für euch was geholt. Nur für euch. Für nichts anderes sonst. Und zwar habe ich mir ein Spiel geholt. Also was heißt geholt? Das Spiel habe ich schon mal gehabt. Ich war mal im Besitz dieses Spiels. Ich habe aber keine Ahnung, wo es hin ist. Also ich habe das irgendwo verdattelt. In dem Fall wirklich verdattelt, also es ist weg. Und ja, ich habe aber tierisch Bock drauf, das zu spielen. Und eigentlich möchte ich das auch nicht unbedingt als Let's Play machen, sondern als Let's Live. Also als Stream möchte ich das gerne machen. Ja, wie gesagt, ich war mal im Besitz des Spiels. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Kann mir auch nicht erklären, wie und wann das weggekommen sein soll. Ja gut, also ich bin seitdem ein paar Mal umgezogen und so weiter und so fort. Aber ich schmeiß doch nicht solche wichtigen, lebensnotwendigen Sachen weg. Also das wäre der Höhepunkt. Nein, also wie gesagt, keine Ahnung, wo es hin ist. Das sehr gerne mit euch spielen, jedoch dann auf einer anderen Plattform, also höchstwahrscheinlich nicht hier. Goldtrappen? Ja, was mal. Ja, auf der anderen Plattform werde es dann, also so ist mein Plan eigentlich, dass ich dann trotzdem archivieren werde, also einmal dort archivieren werde und bestimmt dann auch das hier mit hinkommt. So könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ich weiß auch noch nicht, wann ich damit anfange, wie und was mit den online gehen, also mit dem live gehen. Weil ziehe ich auch ich gerne dazu auch einen ordentlichen, passenden, schönen Hintergrund hätte. Beziehungsweise genügend Platz, dass man dann vielleicht auch einen Greenscreen oder sowas hinstellen könnte. Ist mir aber derzeit nicht gegeben. Also momentan sitze ich eigentlich im Schlafzimmer. Das soll natürlich nicht so bleiben. Ich muss Sachen darüber im Schlafzimmer sitzen können, aber nee, das ist nicht so gedacht. Also so soll das eigentlich nicht sein. Und ich möchte auch ungern, dass ihr wisst, wie mein Schlafzimmer aussieht. Und daher ist eigentlich der Plan, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal euch erzählt hatte, weil der Plan, den gibt es schon seit längerer Zeit. Der Plan ist eigentlich, dass wir unseren Dachboden ausbauen. Ja, dass wir unseren Dachboden ausbauen und das Schlafzimmer da oben dann zieht. Und sind schon eigentlich sehr, sehr viele Vorbereitungen. Okay, nee, das ist Petrola. Schon eigentlich sehr viele Vorbereitungen dafür getroffen. Also, so viel ist eigentlich nicht mehr zu machen, aber eigentlich doch. Möchte ich mal sagen. Auf dem Dachboden. Also,
sind schon relativ viele Wände gestellt, so wie ich sie gerne hätte. Vielleicht so, ja, eine nach links und rechts, keine Ahnung. Noch ein bisschen versetzen, aber grundsätzlich Gesamtgerüst ist erstellt, so wie es gedacht ist. Ja. Und ich habe es gar nicht drauf den. Dann haben wir auch sehr gute ja, Kontakte, muss ich sagen, wie soll ich es anders nennen, ich weiß es nicht. Weil ich möchte auch gerne, also ich möchte euch viel erzählen, ich möchte euch jedoch aber nicht zu viel verraten. Ja, obwohl, das wisst ihr, damit ihr es nicht wisst, dann bei vielen Sachen ist es gut. Zwar ist es so, dass, ja, eigentlich mein Schwager sehr handwerklich begabt ist. Und er uns da eigentlich sehr gut weiterhelfen könnte. Und, ja, dann Elektriker haben wir auch. Also jetzt so Kleinigkeiten zu machen. Beziehungsweise, nicht groß unbedingt was bauen, aber da wäre das nicht das Problem unbedingt. Und ja. Okay, die ist unsere. Wo ist denn hier der Typi hin? Hier. Ja, also, aber es fehlt halt, wie es fast überall so ist und ständig so ist. Erstens an der Zeit und zweitens an dem zwischen Daumen und Zeigefinger. Also. Ist ja auch nicht ganz günstig, die ganze Sache, was ich da plane. Dann haben wir eine Fußbodenheizung, das hatte ich euch ja schon mal erzählt, glaube ich. Eine Wärmepumpe und so weiter und so fort. Und die muss ja oben dann noch komplett gelegt werden. Und Fenster sind glücklicherweise schon eingebaut. Das kann ich sagen, das ist schon durch. Aber ansonsten ist wirklich doch noch so einiges zu machen. Und nicht nur das, also auch in der Außenanlage müssen wir eigentlich einiges tun. Oder möchte ich einiges getan haben. So ist es ja wahrscheinlich die bessere Wortwahl. Ich möchte, dass es getan wird. Weil, ja, ich helfe zwar gern, ne, muss ich wirklich sagen. Also, ich fasse lieber mit an, als dass ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich würde sehr gerne mithelfen, ich darf aber meistens nicht mithelfen, weil ich halt dann auch sehr schlaue Fragen stelle. Also, ich möchte das halt dann auch alles erklärt haben. Und genauer erklären. Warum kann man das dann nicht tun? Das mögen die meisten nicht so. Ja. Was ich jetzt nicht unbedingt verstehen kann, warum, also, warum mag man das nicht? Ja, nein, zumindest Spaß beiseite, wir gehen hier durch. Ja, darf ich dann meistens, soll ich jetzt hier nicht schwere Sachen mit rumschleppen und so weiter und so fort, womit ich aber absolut kein Problem hätte, das zu tun. Ja, daher ist es halt, dann doch so, dass die Männer dafür Zeit finden sollten, müssen, dürfen. Und ich da ein bisschen außen vor bin, was das angeht. Was tut er? Er ist völlig durchgedreht, habt ihr es gesehen? Warm ist mittlerweile geworden. 121 bis 300. Das, wenn ich den dann besiegt habe da oben. Gucken, dass ich hier dann doch nochmal alles einsammle. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich es mache, und zwar, dass ich das Monolith nutze.
Was tut ihr? Das ist ja gar nicht nervtötend, was ihr da getan habt. Warum kommt ihr nicht ran? Zack, dann halt so. So, nächste Woche hat schon begonnen. Mal wieder. Okay. So, die kommen sowieso nicht rein. Die da. Die da. Warten. Okay, dann macht das halt so. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dann unsere Balliste das erledigt, aber er wollte schon eher sterben. Und eigentlich wollte ich ja euch nur erzählen, warum ich eine kleine Pause gemacht hatte mit der Aufnahme. Ansonsten habe ich es heute gleich weiter fortgesetzt. Wenn der Part dann veröffentlicht wird und ich gefragt werde, na, was es denn für ein Spiel gewesen ist, dann muss ich bestimmt erstmal zurück überlegen, wann das denn überhaupt war. Weil ich gehe davon aus, dass mich der ein oder andere was es gewesen ist. Vielleicht gab es ja dann zwischenzeitlich schon diese besagte Veröffentlichung. Wer weiß, wer weiß. Da ist ja auch noch ein bisschen hin. Weil ihr wisst ja, ich nehme gerne im Vorab auf. Und bin halt einfach auf der sicheren Seite. Und nicht nur das, sondern auch habe ich gerade einfach wieder mal richtig Bock auf Heroes gehabt. Oder überhaupt Bock auf Heroes. Sonst würde ich es ja gar nicht machen. Und also hier hätte ich schon gebaut. Daran, an dem Kreuzchen. Ja. Und ich denke, wir kommen auch hier sehr, sehr gut voran, was das alles angeht. Ich hänge auch mit den anderen Spielen, sag ich mal, was nebenbei gerade so kommt. Also für mich, was gerade hier so, was ich in der Aufnahme bin, bin ich gar nicht so weit hinterher. Beziehungsweise bin ich einiges vorne weg, wo ich sagen kann, da kann ich mir auch mal leisten, zwischendrin Heroes zu spielen. Ich dachte schon wieder, das Spiel ist verabschiedet. Aber nein, es läuft weiter. Gehen wir hier rüber schnell. Na, was ist schnell? Dann gehen wir doch hier rüber. Meister Genies, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Du gehst dann zuerst rein und bringst deine Einheiten hier weg. Also was heißt wegbringen? Nein, ich das einfach nur hier hinzu. Damit das gleich der Crack mitnehmen kann. Lenny, was ist los? Hört immer die andere Katze, ne? Also den Lenny, den hört er sonst eigentlich gar nicht. Sonst wäre gerne mal der Schwarze rum. Heute mal der kleine Lennart, der sich hier nicht versetzt. Das ist der, den müsstet ihr eigentlich kennen, also wenn ihr mein Insta
Kanal folgt. Der Kleine weiß es, dass wir auf den N64 sind. Falls es euch interessiert, wer denn die Tiefe, die ihr so bei mir regelmäßig mal im Hintergrund hört. Eleni hatte auch jetzt so ein verfusseltes Fell gehabt. Also der war richtig verknotet gewesen. Habe ich ein bisschen was von den Knoten versucht rauszukämmen. Und teilweise war es aber so schlimm, dass ich dann wirklich gesagt habe, hier, ich nehme vorsichtig so eine Schere und habe ihn immer Stückchen für Stückchen rausgeschnitten. Also von dem Fell abgeschnitten. Und am Anfang mochte er es jetzt nicht unbedingt, aber mittlerweile hat er gemerkt, dass es ihm gut tut, ne? Also dass, ja, wenn das verziebt ist, kennt man ja selber von den eigenen Haaren, also viele, denke ich mal, dass es dann halt wirklich unangenehm ist und auch an der Haut wirklich wehtut, wenn das so verfilzt ist und verziebt. Und ja, er hat halt jetzt gemerkt, dass ihm das wirklich gut tut und genießt das mittlerweile richtig, wenn ich ihm ja nicht nur käme, sondern auch immer dann mein Stückchen vom Fell abschneide. Ja, und die Hunde, die lieben es ja sowieso, wenn die gekämmt werden. Also die können sich nichts Besseres vorstellen. Und da hatte ich aber auch gelesen, dass zum Beispiel im Sommer... Oh, oh, oh! Das muss ich gleich wieder, muss ich gleich nochmal runterbringen hier. Ich hätte doch noch rekrutieren können. Wie weit ist denn der jetzt schon weg? So weit ist der doch gar nicht weg, ne? Ach, na guck doch mal. Ne, das ist er gar nicht. Wo ist er denn? Ach doch, der ist doch schon so weit da unten. Ach, ich will übrigens trotzdem. So, ich greife an. Jawohl, wir wollen abhauen. Sehr schön. Nehmen wir hier noch ein bisschen Gold mit. Sauruk geht hier weiter on Tour. Wo bräuchte er denn? Okay. Kann der Crick ihm vielleicht nochmal entgegenlaufen? Na, wird nicht ganz reich. Ja, und wie gesagt, bei den Hunden, die lieben es total, wenn man die bürstet. Und da hatte ich auch schon mal überlegt, halt im Sommer, wenn es wirklich richtig... Also bei uns sind die Sommer momentan wirklich richtig heiß. Und da hatte ich schon mal überlegt, dass die vielleicht auch eine Kurzhaarfrisur bekommen. Also jetzt nicht so extrem, dass ich so scheren würde. Aber so ein bisschen. Aber da hatte ich gelesen, das ist gar nicht so gesund für die Tiere. Und bei Lenny blieb mir aber nichts anderes übrig. Also das musste ich wirklich tun. Da ging es halt um seine Gesundheit, weil man atmet ja aber auch, also man atmet auch und vor allem auch die Katzen atmen relativ viel über die Haut. Und ansonsten, nee, das wäre ein Stier. Der war auch so verfilzt. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Wie gesagt, ich kann es mir auch gar nicht erklären, wie das überhaupt zustande gekommen ist, ne? Der kleine Schlappi. Weil er eigentlich, wie gesagt, es ist wirklich... ja, so ein richtig kleiner Frechdachs. Und aber auch total unkompliziert, ne? Also richtig angenehm. Der ist ganz leise, meckert kaum rum. Jetzt das mal, was ihr da kurz gehört habt, das ist wirklich sehr selten. Wie er sitzt jetzt hier ganz entspannt eigentlich neben mir. Wenn ich möchte, könnte ich ihn jetzt streicheln. Wenn wir Live-Kamera hätten, gerade, dann würdet ihr ihn fast sehen eigentlich. Aber er ist gerade ganz entspannt hier. Ja,
geht auch ganz ruhig. Also gut. Hat sich hier jetzt gerade hingelegt. Hat ganz sehr gesessen. Jetzt liegt er sich gerade hin. Der Kleine. Das ist wirklich ein kleiner Spatz. Also. Also ich weiß gar nicht, wo ich denn jetzt hier hin muss. Hier habe ich nichts, was ich da reinbringen könnte. Also nichts, was ich hier holen würde. Oh, interessant. Eine Horde. Ja, er sitzt aber auch gerade auf meiner Liste. Oh, da steht, wie viele denn eine Horde ist. Eine Horde war das hier zwischen 50 und 80 oder so. Keine Ahnung. Ich brauche ich gar nicht mehr rekrutieren, weil ich bin mit Dingens da drüben. Und ich glaube nicht. Ja doch. Wenn ich fortgehen sollte, dann muss ich ja nochmal neu laden und muss nochmal rüberlaufen. Mir ist alles voll. Und so. Und vielleicht will ich dann sogar ein bisschen umbauen, weil ich habe hier eigentlich relativ viele Fernkämpfer auch. Also vielleicht werde ich dann wirklich auch da ein bisschen Mütchen machen, dass ich hier die ganzen Fernkämpfer mitnehme. Das wäre eine Idee. Ja, die auch alles jetzt hier. So. Wirklich spannend, dass man das weiterbringt. So, die laufen hier weiter fleißig hin und her. Ich sammle das alles ein. Kann nur von Vorteil sein, wenn man das hat. Da stehen Hauptkoppels. Hoffentlich schließen die sich mir an. Machen sie bestimmt. Sie sind gute Dinge. Die schließen sich uns an. Ja, seht ihr? Ha? Okay, dann laufen wir hier unten weiter. So. Nochmal ein Hinterhalt für sowas. Leute, guckt euch mal unsere Armee an. Also wahnsinnig. Oh, und er kommt sogar was ran. Also wir haben fast mehr Behemoths, Ur-Behemoths, als die anderen hier. Als Zyklop. Was steht da für ein Schild? Ich habe keine Ahnung. Wir haben zumindest signiert bei demjenigen, den wir der das Objekt unserer Begierde hat. Das heißt, könnte sein, dass grüne Drachen noch zu den goldenen, na klar. Ja klar! Nehmen wir mit! Ich dachte kurz schon wieder, fällt sich auf gar nichts. Wie viele sind es denn? 30. Nein. Ich habe keine Verwendung für. Das sehe ich ja schon. Warum steht der einfach hier dumm in der Weltgeschichte rum? Und so, wie viel? Eine Horde, eine Horde, eine Horde. Was ist das denn?
Warum habe ich mich so vorbereitet? Also, die 70 hier, die sind nicht zu unterschätzen, ne? Also die jetzt sind, die einzigen, die mir jetzt gerade Probleme bereiten. Ach, ansonsten, die hier sind keine aufgeleveln, daher. Also, jetzt nicht das Thema werden. Okay. Er blendet mich. Ich würde gerade sagen, die 300 sind jetzt zwar nicht die Menge, aber die machen doch auch 2,5 Schaden. Ja, das seht ihr. Und nochmal drauf. Und er darf gleich nochmal drauf. Jawohl. 14. Und hier ist unser ersehntes Artefakt. Wir hätten nicht mehr fliegen können. Hallo? Muss ich das noch zurückbringen, das Artefakt, oder? Hä? Leute? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Nee, okay. Ich musste den Zug nur noch beenden. Jawohl. Wir speichern wieder selbstverständlich. Und a cage in the hand. Ein Käfig in der Hand? Ich würde sagen, ein Käfig in der Hand. Das ist die Übersetzung des nächsten Szenarios, was wir beim nächsten Mal dann anfangen werden. Also, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.